Heiko Vogel, eben gerade angekommen in Rumänien, in Cluj, mit einem ungewohnten Gefühl im Bauch, mit einer Niederlage, die man wettmachen hätte. Ist das irgendwie ein bisschen ein befremdendes Gefühl jetzt so nach der Ankunft? Nein, es ist kein befremdendes Gefühl. Es ist eine Hypothek, die es gilt, morgen, wenn möglich, unter allen Umständen in Anbetracht aller möglichen Eventualitäten wieder wettzumachen. Und das wird schwierig genug. Wir wissen, dass Cluj eine Mannschaft ist, die sehr diszipliniert spielt, kompakt gut organisiert ist. Dementsprechend wird das denkbar schwer. Jetzt kann man natürlich das Negative zum Positiven drehen und sich sagen, Cluj fühlt sich sicher nach einem Auswärtssieg. Aber wehe, wenn die 1-0 in Führung gehen und die dann keine mehr dürfen kriegen, kann das ein bisschen der Vorteil sein? Ja, ich denke, dass definitiv der große Druck auf Cluj liegt. Wer 1-2 vorlegt und ein Heimspiel hat, um in die Champions League Gruppenphase einziehen zu können, der muss das. Dementsprechend ist der Druck groß und da bin ich mal gespannt, wenn dem so sein sollte, dass wir ein Führungstor erzielen, ob sie dem standhalten. Jetzt ist die große Frage nach dem Gesundheitszustand von Marco Streller. Was ist der aktuelle Stand jetzt am Mittag, am Tag vor dem Spiel? Ja, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt. Ich glaube, dass wir morgen Pippi auf dem Platz begrüßen dürfen und somit sind wir alle zufrieden. Dann wünschen wir ihm alles Beste und euch viel Erfolg morgen. Vielen Dank.